Man nehme ausreichend Entschlossenheit, füge Ehrgeiz, Furchtlosigkeit und Instinkt hinzu und verrühre das Ganze mit Ruhe und blitzschnellem Reaktionsvermögen. Man hebe großzügig Fahrtalent unter, das von Kindheit an gefördert wurde und reifen konnte. Man mische alles mit Mut zum Risiko und der Begeisterung für Sport und Geschwindigkeit. Gepaart mit Siegeswillen und einer der Schwerkraft trotzenden Fitness lasse man sich alles auf der Rennstrecke entwickeln. Man garniere das Ganze mit gutem Aussehen, Großzügigkeit und Beliebtheit, serviere alles mit Charme und Gelassenheit und bekommt einen wahren Meister, einen siebenfachen Weltmeister. Das ist Michael Schumacher, der Rote Baron. Michael Schumacher gilt unter Anhängern und Kollegen als der größte Rennfahrer aller Zeiten und wurde von den Fans zum beliebtesten Formel-1-Piloten überhaupt gewählt. Er war der erste Deutsche, dem es gelang, den Formel-1-Titel zu erobern. Vom Tretauto über das Kart zur Formel 1. Michael Schumacher fuhr vorne weg und bewies immer und überall seine Klasse. Von den Fans wird der deutsche Formel-1-Pilot liebevoll Schumi, Schui oder Schu genannt. Manchmal heißt der Fahrer des roten Ferrari aber auch Roter Baron, in Anspielung auf Manfred von Richthofen, Fliegerast der Deutschen im Ersten Weltkrieg, der ebenfalls alles hinwegfegte, was sich ihm in den Weg stellte. Ein Fahrer muss bestimmte Rituale durchlaufen, um sich auf den Start vorzubereiten. Schumacher sagt von sich, er sei startbereit, sobald er im Wagen sitze. Er braucht keine Anpassung. Er sei dann sofort hochkonzentriert und heiß auf die Rennstrecke. Es verwundert nicht, dass der deutsche Formel-1-Star den Spitznamen Roter Baron trägt. Beweist er doch immer wieder eiskalte Gelassenheit und wilde Entschlossenheit, alle auf der Strecke hinter sich zu lassen. Sein knallroter Ferrari tut dann noch ein Übriges. Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 geboren und wuchs in Hürth-Hermülheim, einer ländlichen Großgemeinde in der Nähe von Köln, auf. Aus dieser Gegend stammen drei berühmte Rennfahrer, alle Formel-1-Piloten. Michael Schumacher, sein Bruder Ralf und der 1961 tödlich verunglückte, in der WM führende Wolfgang von Trips. Als Michael 4 war, stattete Vater Rolf, ein Maurer, das Kettcar des Jungen mit einem kleinen Motor aus. Nachdem der kleine Michael mit dem Kettcar gegen einen Laternenmast geprallt war, fuhren seine Eltern mit ihm lieber auf die Kärntner Kartbahn, die nach der Rennfahrerlegende von Trips benannt war. Von seinem ständig unter Geldmangel leidenden Vater angefeuert, fuhr das jüngste Mitglied des Clubs schon bald in einem neuen Kart über die Bahn, das aus alten Teilen zusammengebaut war. Trotzdem gewann Michael Schumacher mit 6 bereits seine erste Clubmeisterschaft. Bald unterstützte die gesamte Familie Michael bei seinem Hobby. Mutter Elisabeth übernahm die Gastronomie der Kartbahn. Der Vater verlieh und reparierte als Platzwart nebenbei die Karts auf der Kärntner Bahn. Als Michael Schumacher 10 war, hatten seine Fähigkeiten auf der Kartbahn das Interesse eines lokalen Sponsors geweckt, der zusammen mit Familie und Freunden die für die Fortsetzung des Sports nötigen Mittel bereitstellte. Schon kurze Zeit später ließ der vielversprechende Clubmeister alle Mitfahrer stehen und gewann ein Rennen nach dem anderen. In der Saison 1985 gewann Michael dann zum zweiten Mal hintereinander die deutsche Juniorenmeisterschaft. Er hatte seine Linie gefunden und erklomm 1987 die erste entscheidende Sprosse auf seiner Erfolgsleiter. Er sicherte sich die deutsche und die Europameisterschaft im Kartfahren. Der Erfolg war nicht unbemerkt geblieben. What could be better than to do what you love to do? To do it in a team where you be friends with everybody and just things go smoothly. It's something very unique to have an environment in where you work and you enjoy yourself the way we can do it. And there is nothing else I would wish to do. And as long as I'm competitive, as long as I love to do what I'm doing, there is no need to think about stopping it. Michael Schumacher war für den jungen Michael Schumacher ein großes Jahr.
Er machte seinen Schulabschluss, begann eine Lehre als Kfz-Mechaniker und stürzte sich kopfüber in sein erstes Formelrennen. Sein Können und sein guter Ruf als Kartfahrer zogen weitere Sponsoren an und katapultierten ihn in die Hochgeschwindigkeitswelt des Monoposto-Motorsports. Ex-Hotelier Willi Weber, Rennsport-Enthusiast und Autohausbesitzer, bot Schumacher an, seinen Formel-3-Rennwagen Probe zu fahren. Das Ergebnis überzeugte ihn so, dass er beschloss, die junge Karriere zu unterstützen. Dies war der Beginn einer der erfolgreichsten Partnerschaften im Motorsport. In den folgenden zwei Jahren trat Michael Schumacher, von Weber unterstützt, in der deutschen Formel 3 an und holte 1990 den Titel. Ende 1990 trat er dann mit dem Mercedes Junior Team in der Sportprototypen-Weltmeisterschaft an. Ein ungewöhnlicher Schritt für einen jungen Fahrer. Die meisten seiner Altersgenossen zogen auf ihrem Weg in die Formel 1 die Formel 3000 vor. Aber Weber überzeugte Schumacher, dass Auftritte in professionellen Pressekonferenzen und das Fahren von PS-starken Wagen in Langstreckenrennen seiner Karriere dienlich wären. 1989 hatte er in der deutschen Formel 3-Meisterschaft bereits auf dem Podium gestanden. 1990 holte er dann den Titel. Endlich konnte Michael aller Welt zeigen, was er auf der Kartbahn gelernt hatte. Er gewann 5-mal und krönte die Saison mit den Grand Prix-Siegen in Macau und Fuji. Im Sommer 1991 gab er dann sein Formel 3000-Debüt, das er mit dem 2. Platz abschloss. Das reichte dann aber auch schon für den Aufstieg in die große Welt der Formel 1. It would be nice if this will be the race which decides the world championship, because this means the only driver who can get world champion is me. Mit Willi Weber als Manager der vielversprechenden Karriere gab Michael Schumacher beim Großen Preis von Belgien 1991 im Team von Jordan sein Formel-1-Debüt. Er fiel noch in der ersten Runde mit Kupplungsschaden aus. Aber das Jordan-Team zeigte sich von seinem ersten Formel-1-Ausflug dennoch beeindruckt. Er war im Qualifying 7. geworden, auf einer Strecke, die völlig neu für ihn war und die er bisher nur mit dem Fahrrad abgefahren hatte. Es sollte Schumachers einziges Rennen für Jordan bleiben, denn Konkurrent Benetton warb ihn bereits für den nächsten Start ab. Schumacher beendete die Saison 1991 mit 4 Punkten aus 6 Rennen. Nachdem die Vertragshürden mit Mercedes überwunden waren, stand Michael Schumacher beim Großen Preis von Belgien 1992 zum ersten Mal ganz oben auf dem Podium. Auf der Rennstrecke in Spa, die seine Lieblingsstrecke werden sollte, zeigte sich zum ersten Mal sein Talent zum Sieg auf nasser Fahrbahn. Am Ende der Saison rangierte er in der Fahrerwertung mit 8 Podiumsplätzen auf Rang 3. Er startete auch 1993 für Benetton, gewann nach einem Superrennen den Großen Preis von Portugal und wurde am Ende der Saison insgesamt 4. In Portugal verblüffte Michael die ganze Formel-1-Welt, weil er in seinem Benetton schneller war als Ayrton Senna in seinem Williams. 1994 führte Michael Schumacher dann die Fahrerwertung sogar an, trotz des Rückschlags nach 2 Rennen Sperre. Vor dem Sportgericht in Paris scheiterte Schumacher mit seinem Einspruch gegen die Sperre. Die Strafe war von der FIA ausgesprochen worden, weil er beim Großen Preis von England 1994 die schwarze Flagge ignoriert hatte. Schumacher wurde die schwarze Flagge gezeigt, mit der ein Fahrzeug in die Box zurückbeordert wird, nachdem er in der Aufwärmrunde verbotenerweise Williams-Fahrer Damon Hill überholt hatte. Als er dann noch wegen eines technischen Regelverstoßes beim Großen Preis von Belgien disqualifiziert wurde, schrumpfte sein Vorsprung auf Damon Hill in der WM-Gesamtwertung auf 21 Zähler. Nach Siegen in den beiden Rennen, für die der Benetton-Fahrer gesperrt war, kam Damon Hill sogar bis auf 1 Punkt heran. Aber als Schumacher dann im Oktober im spanischen Jerez den Großen Preis von Europa gewann, hatte er nach 8 Siegen in den 10 Rennen, in denen er überhaupt nur gewertet wurde, doch wieder 5 Punkte Vorsprung auf den Briten. Der jüngste Fahrer aller Zeiten, der um den WM-Titel kämpfte, ging im japanischen Suzuka mit gemischten Gefühlen ins vorletzte Rennen. It would be nice if this will be the race which decides the world championship, because this means the only driver who can get world champion is me, because I have a 5-point advantage. And if somebody can come out of Suzuka as a champion, it would be me, as I said. But I think it's going to be very difficult. Suzuka is a circuit which I like personally very much. But as we have seen, we are very tight with Williams and Damon Hill together. And it's going to be very, very difficult for us.
Nach einem zweiten Platz in Suzuka ging Michael Schumacher mit einem Punkt Vorsprung in Australien ins letzte Rennen der Saison 1994, die von den tödlichen Unfällen Ayrton Sennas und Roland Ratzenbergers überschattet worden war. Es stand ein packendes Finish an. Der Druck auf Michael Schumacher war nach den vorangegangenen Betrugsvorwürfen groß. Die Entscheidung im bis zur letzten Minute dauernden Kampf um den Titel zwischen Schumacher und Hill stand kurz bevor. Der Sieg von Nigel Mansell in Adelaide wurde von einem Crash zwischen Schumacher und Hill überschattet, der beide aus dem Rennen warf und damit den Titelkampf entschied. Michael Schumacher sicherte sich nach einer tragischen und dramatischen Saison 1994 mit 92 Punkten knapp den WM-Titel in der Fahrerwertung. Doch der Jubel beim jüngsten Weltmeister aller Zeiten und dem ersten Deutschen, der den Titel holte, war kurz. Denn die britische Klatschpresse ging nach der Niederlage für Damon Hill sofort zum Angriff über. Nach den heftig umstrittenen Umständen, die zum Titel geführt hatten, erwartete den 25-jährigen Weltmeister gedämpfte Stimmung, als er bei strömendem Regen mit dem Flugzeug in Frankfurt ankam. Schumacher sagte, zwischen ihm und Hill hätte es kein böses Blut gegeben, nachdem beide das Rennen abbrechen mussten. Hill hätte ihm gratuliert und auch keinen verbitterten Eindruck gemacht. Aber es wäre natürlich schöner gewesen, den Titel mit einem Sieg in Australien zu gewinnen, weil ein Crash kein schöner Abschluss sei. Dass die Presse, die englische Presse. Schumacher meinte, er habe während des Rennens Lenkprobleme gehabt. Er habe nicht in den Spiegel geschaut, weil er so sehr auf die Lenkung konzentriert war. Als er Hill sah, war es zum Bremsen zu spät. Hätte Hill gewartet, hätte er sicher noch die Chance zum Überholen bekommen. Seinen Weltmeistertitel widmete Michael Schumacher dem tödlich verunglückten Ayrton Senna. In seiner bescheidenen Art gab Schumacher das ihm geltende Lob an den brasilianischen Formel-1-Star weiter. Er sagte, ich fasse es noch gar nicht, dass ich gewonnen habe. Ich widme den Sieg Ayrton Senna. Ich dachte immer, er holt in diesem Jahr den Titel. Für mich war er der Größte. Im heimischen Kerpen ließ man sich von den kontrovers geführten Diskussionen um Schumachers Person nicht davon abhalten, den Helden bei seiner Rückkehr stürmisch zu feiern. Michael Schumacher winkte 20.000 Fans lächelnd zu. Die Stadt überreichte ihm eine Ehrenmedaille. Für seine Anhänger war die in Paris sitzende FIA weit weg. I know that there have been some investigations in future situations which. Die Saison 1995 verlief genauso erfolgreich. Michael Schumacher wurde erneut Fahrerweltmeister und holte für Benetton den ersten Konstrukteurs-WM-Titel. Damit war er der jüngste Formel-1-Doppelweltmeister aller Zeiten. Er fuhr inzwischen mit Renault-Motoren, genau wie Williams, und dominierte die gesamte Saison. Es gab allerdings wieder einige kleinere Kollisionen zwischen ihm und Damon Hill. Beim großen Preis von England kickte Hill beide bei einem Überholmanöver kurz nach dem Start von der Strecke. Nach 9 Grand Prix-Siegen stand Michael am Ende der Saison wieder ganz oben auf dem Treppchen. Auf der Kartbahn, auf der er als kleiner Junge begonnen hatte, zeigte Schumacher, wie schnell man in so einem Kart fahren kann. Genauso schnell wiegelte er auch ab, als Gerüchte laut wurden, er stünde kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit Ferrari über einen Wechsel in der neuen Saison. Für mich ist wichtig, dass ich ein Auto und ein Team habe, mit denen ich Weltmeister werden kann, sagte er. Ich bin bei Benetton glücklich. Und in einem neuen Team müssten eine Menge Dinge stimmen, damit ich wechsle. Ich habe mit Ferrari gesprochen, aber fest steht noch nichts. Er meinte, Gespräche gäbe es mit mehreren Teams. There is no real point to discuss it at the moment. There are 4 teams available. I have the possibility to drive in. And I'm going to sort out between the 4 possibilities where I'm going to drive. Obviously, I'm quite happy in Benetton at the moment. Ferrari would be a very nice situation to drive in, as well McLaren, Mercedes, and Williams' team is very successful as well. So there's 4 good opportunities, and I'm going to see and find out where I'm going to drive next. Seinen Fahrer-WM-Titel erklärte Schumacher damit, dass er im besten Team fahre und hoffte, für Benetton auch die Konstrukteurs-WM zu gewinnen. My target really this year was not just to win the driving championship, I wanted to win the constructors championship, which is not done yet, and I think if this is done, I feel really released. Und um Spekulationen um seine Zukunft ein Ende zu setzen, sagte Schumacher, der angeblich einen 30 Millionen Dollar Deal mit Ferrari unterzeichnet hatte, er freue sich in der neuen Saison für das italienische Team zu fahren. Die Herausforderung motiviere ihn sehr. Having Villeneuve, Damon Hill in the Williams car
Gerhard, Jean Lazy in the Benetton car, myself and Eddie in the Ferrari car, with a certain number of question marks over all the teams, I think it's it could be quite interesting. Was sein Leben jenseits der Rennstrecke betrifft, hält sich Michael Schumacher höchst bedeckt. Im August 1995 heiratete der Formel-1-Star heimlich seine Verlobte Corinna Bertsch. 1997 war schon wieder Anlass zum Feiern. Tochter Gina Maria kam zur Welt. Zwei Jahre später folgte Sohn Mick. Being in Formula One was like you being in a somewhere in the sea with not one or two sharks, with thousands of sharks around you. Ferrari was a sort of option, but it wasn't very serious initially. Because when I think about Ferrari at the time, what were my thought, didn't finish many races, didn't win a lot of times. So it was, for me, not really a big option until, I have to say, I met Jean Todt and our president. When I met these people, the story changed a lot, because with the human aspect, I got to know a little bit more about the team, and my choice was a lot more easy. Ferrari, das Team, das die Fahrerweltmeisterschaft zuletzt 1979 gewonnen hatte, plagte sich im Gegensatz zu Spitzenteams wie Benetton und Williams mit veralteter Technik und mittelmäßigem Personal. Schumachers Vertragsunterzeichnung mit den Italienern war genau das, was die Marke brauchte. If you feel realistic and you see that Ferrari didn't finish 13 times last year, then it would be too optimistic and unrealistic to say we're going to fight for the championship. I would like to fight for a couple of victories, that if I could achieve that, I would be perfectly happy. If you go back, Ferrari has won two races in 3 years, and if he could win two or three races in 1 year, I think it would be a major success. It has developed something which I would have never expected, because the initial time being in Formula One was like you being in a somewhere in the sea with not one or two sharks, with thousands of sharks around you, and you don't know which one is the one is going to bite you first. With being in Ferrari, I learned that most of the sharks were dolphins. They were very, very nice. Von Ferraris neuem Formel-1-Auto hieß es sehe eher wie ein Kampfjet als ein Rennauto aus. Aber im Kampf um die Weltmeisterschaft 1996 war der F310 Ferraris große Hoffnung. Gepaart mit dem neuen Fahrerteam Michael Schumacher und Eddie Irvine brach in Maranello eine neue Zeit an. Das neue Auto, das der Brite John Barnard entworfen hatte, wurde im italienischen Teamhauptquartier auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Ein zuversichtlicher Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo erklärte, dass er sich für die neue Saison mindestens 3 Grand Prix-Siege erhoffe. Vor mehr als 500 Journalisten saßen neben Schumacher noch der irische Fahrerkollege Eddie Irvine sowie Fiat-Chef und Ferrari-Hauptaktionär Gianni Agnelli. Michael Schumacher erklärte, er wolle zum dritten Mal in Folge den Fahrertitel erringen, auch in der ersten Saison mit dem neuen Team. Der Ex-Benetton-Pilot sagte, ich will meine Chancen nicht kleinreden, aber ich bin realistisch, wir fangen hier ganz von Neuem an. Ich bin hochmotiviert, nach 4,5 Jahren bei Benetton habe ich mich ziemlich leer gefühlt. Wir hatten alles zusammen erreicht, ich brauchte dringend eine neue Herausforderung. I had the chance even to earn more money in another team. The money is one part. I want to be paid what I feel I should be paid for the job I'm doing compared to other racing drivers. And that feeling I have here, plus I have the feeling I'm able to do a good job, the job I want to do, maybe not this year, but hopefully next year. But this kind of motivation was exactly the thing I was looking for. I was not looking for an easy job where I sit in a car and I'm gonna be able to win every race, or where people at least expect me to win every race. That is not the kind of challenge I'm looking for. I really want to fight hard for the victories, as I have done always in the past. Who's the biggest challenge of this year? As I have said before, that the Williams team will be the main challenger in my view, and then Benetton should be very close to this too. And individual drivers?
It's difficult to say. I mean, certainly both drivers in the Williams, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Malaysia, Gerhard Berger, you have to name all of them. They're all very good pilots and they're going to make life difficult to me, or I make it difficult to them. Whatever. How about your new teammate? He obviously as well. That's no doubt. That the first, it is always the main competition to beat your teammate in the own team, because that's where you have reference to. And he will be, in my view, my hardest teammate I ever had before. Obwohl es Ferrari noch an Zuverlässigkeit mangelte und Michael Schumacher in 6 von 16 Rennen nicht ins Ziel kam, wurde er in der Fahrerwertung der Saison 1996 am Ende Dritter. Genau wie vorausgesagt gewann er 3 Rennen und damit genauso viele wie das ganze Team in der Zeit von 1991 bis 1995. Den ersten Sieg errang er beim Großen Preis von Spanien, wo er auf nasser Strecke alle bis auf Platz 3 überrundete und mit einem untypisch auffälligen Fahrstil glänzte. Der legendäre Stirling Moss sagte später zu Schumachers Fahrweise beim Rennen in Spanien 1996, das war kein Rennen, das war eine glänzende Vorführung. Aber Schumachers Pläne, die Fahrer-WM zu gewinnen, sollten Ende 1997 nach einem umstrittenen Abschlussrennen erneut platzen. Michael Schumacher und Jacques Villeneuve hatten sich das ganze Jahr einen harten Titelkampf geliefert. Zu Beginn der Saison lag Villeneuve in seinem überlegenen Williams FW19 vorn. Zur Halbzeit hatte Michael Schumacher die Führung übernommen. Er gewann insgesamt 5 Rennen und ging mit einem Punkt Vorsprung in den Grand Prix zum Saisonfinale. Die Fans in seiner Heimatstadt Kerpen waren enttäuscht, als er nach einem Crash im Großen Preis von Europa ausschied und in die Fahrerwertung nicht mehr eingreifen konnte. Zunächst hatten die Schumacher-Fans das Rennen heftig bejubelt, denn Schumi führte und alles sah danach aus, als würde er auf der Strecke in Jerez als Weltmeister über die Ziellinie fahren. Spannender geht es gar nicht, sagte einer der Anhänger in einer Kärntner Kneipe. Ein anderer meinte, er habe nichts gegen den Kanadier Jacques Villeneuve, der über die ganze Saison Schumachers ärgster Rivale war, aber er wolle einfach nicht, dass sein Held verliert. Doch als Schumacher mit Problemen am Wagen liegen blieb und den überholenden Villeneuve mit aus dem Rennen kickte, schlief den Fans doch das Gesicht ein. Selber schuld, sagte einer von ihnen. Es ist zwar traurig, aber er ist selber schuld. Schumacher schied aus, Villeneuve beendete das Rennen mit 4 Punkten und holte den Titel. Schumacher wurde die Schuld an der Kollision zugewiesen und er wurde von der FIA aus der Fahrerwertung ausgeschlossen. Jacques Villeneuve äußerte sich kurz nach der Anhörung vor dem FIA-Sportgericht zu dem Vorfall. Er befand die Strafe, Schumacher den 2. Platz in der Formel 1 Gesamtwertung 1997 abzuerkennen, als zu gering. Villeneuve hatte viel härtere Sanktionen gegen Schumacher erwartet, nachdem dieser versucht hatte, ihn in Jerez von der Piste zu schubsen. Er meinte, das ist keine Strafe, die FIA lässt ihm die Siege in den einzelnen Rennen. Doch die Aktion in Jerez sollte für Michael Schumacher noch weitaus größere Folgen haben. Die FIA erkannte Schumacher den 2. Platz in der WM-Gesamtwertung ab, aber sie disqualifizierte ihn nicht für das Rennen in Jerez, das Villeneuve nach dem Crash noch als Dritter beendete und sich somit den WM-Titel holte. Wäre der Kanadier ausgeschieden, hätte Schumacher für Ferrari den Fahrertitel holen können. Die FIA verkündete ihr Urteil auf einer Pressekonferenz im Westen von London. Man hatte entschieden, dass Schumacher den Zusammenstoß zwar absichtlich, aber nicht vorsätzlich herbeigeführt habe. Der Ausschluss Schumachers aus der WM-Wertung 1997 bedeutete, dass er alle Punkte verlor, die Rennerfolge aber behielt. In einem ungewöhnlich angespannten Auftritt sagte Schumacher nach der Anhörung, dass ihm das, was er getan hatte, für die Ferrari-Fans und die Formel 1 insgesamt sehr leid täte. It's something I obviously accept due to the mistake and action has happened on the circuit in Jerez, and I think it's for me personally it's quite a tough decision if you see losing my second position, because with Ferrari to have a second position in my record it means something, but on the other side I have to admit that I have done a mistake and I have done what I did, and I have to accept, and I do accept the penalty. There has been no sign and no believing in a deliberate action. It has an intentional reaction, an instinctive reaction I did, and that's why the fine is like this. But even without this fine, believe me, I would have, I learn out of the situation, I will do things different to what I did.
I mean, it would have been very easy looking afterwards at the video and say, why didn't I left open the door? He would have gone straight on. I would have catched him back in the inside. But unfortunately, I mean, I'm as much human being as the rest is, and I never stop learning. FIA-Präsident Max Mosley sagte, der Verband gehe davon aus, dass Schumacher den Zusammenstoß zwar absichtlich, aber nicht vorsätzlich herbeigeführt habe. The Motorsport Council has carefully considered all the facts of the incident involving Michael Schumacher at the Grand Prix in Jerez. It has come to the conclusion that although the act was apparently deliberate, it was instinctive and it was not premeditated. The Royal Council has given careful thought to banning Michael Schumacher from 1998, but has concluded that to do so would be futile because there is no driver competing in 1998 who would not be ready to accept a ban in 1999 if he could win the championship in 1998. It would not be a deterrent in any sense. In der Saison 1998 steigerte sich Ferrari kontinuierlich und wurde gerade in der zweiten Hälfte immer schneller. Michael Schumacher machte nach der Schande von 1997 wieder Boden gut, gewann 6 Rennen und landete weitere 4-mal auf dem Treppchen. 1999 verhalf Michael Schumacher Ferrari mit seinem Talent dann endlich zum Konstrukteurstitel. Aber die Chance auf die Fahrerweltmeisterschaft war nach der Katastrophe im 8. Rennen beim Großen Preis von England dahin. Nach dem schlimmsten Unfall in seiner gesamten Formel-1-Karriere beim Rennen in Silverstone kam Schumacher mit einem gebrochenen rechten Bein ins Krankenhaus. Er war mit mehr als 200 km/h in einen Reifenstapel gerast, nachdem das Rennen abgebrochen wurde, weil Jacques Villeneuve im Kiesbett stehen geblieben war. Schumacher erlitt einen glatten, doppelten Bruch des rechten Unterschenkels und Schürfwunden an der Brust. Der stellvertretende Krankenhausdirektor David Wilson zu den Fakten: Michael Schumacher was admitted to Northampton General Hospital this afternoon. He was assessed by the surgical team and found to have sustained a straightforward fracture of the right tibia and fibula. These injuries were reduced during a surgical procedure which was uncomplicated. Vor Silverstone lag Schumacher in der WM auf Rang 2 hinter Weltmeister Mika Häkkinen, der wegen eines Fahrzeugdefekts aufgeben musste. Ferrari-Teamchef Jean Todt erklärte, Ferrari müsse die Unfallursache noch untersuchen und gab zu, dass möglicherweise die Bremsen versagt hatten. Well, we don't know precisely yet what has happened. Probably he had a brake problem, but we have to investigate and of course as soon as we will have further information, we will be able to let you know. Todt fügte noch hinzu, dass der Unfall weitaus schlimmer hätte ausgehen können, wenn nach dem tödlichen Crash von Ayrton Senna in Imola 1994 die Sicherheitsbestimmungen nicht verbessert worden wären. It's a hard job. Racing sometimes give joy, sometimes give sadness. Yesterday it was a sad day, but you know, you can always see that things could be worse. In Schumachers Karriere hatte es schon einige größere Unfälle gegeben. Den letzten schwereren im freien Training 1993 in Suzuka, in der Saison vor seinem Titelgewinn. Damals schoss sein Wagen mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke, aber er blieb unverletzt. Im Krankenhaus von Northampton wurde inzwischen der Transport des verletzten Fahrers mit einem Ambulanzflugzeug nach Genf arrangiert. Michael Schumacher wohnte zu diesem Zeitpunkt bereits in der Schweiz. In einer Schweizer Klinik sollte er auch bis zur vollständigen Genesung behandelt werden. Der Motorsport-Dachverband FIA kündigte nach dem dramatischen Crash von Michael Schumacher beim Großen Preis von England die Einführung weiterer Sicherheitsbestimmungen in der Formel 1 an. Die FIA gab außerdem bekannt, dass der deutsche Ferrari-Pilot mit 107 km/h in den Reifenstapel eingeschlagen war, viel langsamer also als zunächst angenommen. Das sprach für das Kiesbett der britischen Rennstrecke, von dem führende Fahrer behauptet hatten, es hätte den Ferrari zu wenig abgebremst. Laut FIA hatte die Auswertung des Unfalldatenschreibers in Schumachers Wagen ergeben, dass der ehemalige Weltmeister erstmals bei 306 km/h die Bremse betätigt hatte. Bei 240 km/h hatten die Vorderräder blockiert. Als er von der Strecke gerutscht war, betrug die Verzögerung 1,3 G, also umgerechnet 35,3 km pro Sekunde. Die durchschnittliche Verzögerung im Kiesbett lag bei 1,1 G. Beim Aufprall auf den Reifenstapel betrug die Geschwindigkeit noch 107 km/h. Die FIA erklärte, dass die Ereignisse nach dem Aufprall auf den Reifenstapel eine Menge Informationen geliefert hätten, die nun sorgfältig ausgewertet würden.
Vier Präsident Max Mosley sagte, trotz großer Fortschritte in der Fahrzeugsicherheit nach dem Tod des Brasilianers Ayrton Senna 1994 in Imola, sei Michael Schumacher bei dem Unfall mit dem Kopf auf das Lenkrad seines Wagens geprallt. Das Kiesbett in Silverstone war vom Sieger des Rennens, David Coulthard, und dem zweiten Schumachers Teamkollegen Eddie Irvine kritisiert worden. Beide meinten, das Kiesbett helfe, wenn man ins Schleudern gerät, bremse die Autos aber nicht genügend ab, wenn sie auf die Begrenzung zurasen, und schlugen vor, das Kiesbett ansteigen zu lassen. Aber die FIA meinte, das Kiesbett hätte sich im Ernstfall bewährt. Max Mosley erklärte, dass man sich intensiv mit der Diskussion auseinandersetze, ob es günstig sei, die Kiesbetten ansteigen zu lassen. Würden sie ansteigen, könnten sich die Wagen überschlagen. Nur 3 Monate später kündigte Michael Schumacher öffentlich seine Rückkehr in den Rennsport an. Auf einer Pressekonferenz sagte er, er steige für das Team in den Ferrari, nicht nur um seinem Teamkollegen Eddie Irvine zum angestrebten WM-Titel zu verhelfen. Der 30-Jährige wirkte etwas müde und bestätigte mit leiser Stimme, dass er dem Sport treu bleibe. I feel I can win the race, yeah. That's something. I feel very good inside, and for sure in qualifying I'm definitely 100%. I don't know whether I'm different to before. For sure in certain race condition it will be difficult for me if the race goes flat out from the first to the last lap, but I'll have to see myself how I'm going to do in that situation. But still, car performance wise and my performance, I feel we have a good possibility to win here and make fight then for the constructor title or even for the driver championship for Eddie in the last 2 races. In what way can you help Eddie? I've said very clear, I'm first of all driving for the team and not in the interest of Eddie. And the only way I could help him obviously would be that if I would be straight in front of him, then I obviously would let him by. That is very clear. But if that is not the case, then he has to manage himself, and we have to manage together to score maximum points for the Constructor Championship. It has been suggested that this is there are risks associated with this comeback. Olivier Panis, for example, spoke about how he was worried the whole of last year. Do you have any of those worries at all? I haven't had them during testing. For sure you have the moment of worry when you, I mean, I had another off in Mugello when I spun off, and you think automatically back to what has happened. And for sure at certain driving moments you think on what has happened in Silverstone. You can't simply clear out these moments. They are experience you have made and you will carry throughout your life. But so far I felt during the testing it hasn't changed myself or it hasn't affected anything of my performance side. Schumacher begründete seine Entscheidung damit, dass er sich im Ferrari bei den Testfahrten auf der Strecke des Teams in Fiorano sehr viel wohler gefühlt habe. Er widersprach Gerüchten, man wolle ihn umstimmen. Er meinte, er wisse, dass es solche Gerüchte gebe, aber das ganze Team freue sich über seine Rückkehr. Es habe kein Treffen mit Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo gegeben. Er fügte hinzu, er sei unabhängig genug, um selbst zu entscheiden. Whether there would be any chance of changing my decision, and so they have many people, and I discussed what is my feelings and my situation, and but the decision stayed by me. And you imagine that it's only yourself who can answer things and can decide what you want to do. And I explained why I said no, and I explained why I said yes. I hope. This clears all your question marks you have. Schumacher wurde gefragt, ob er die Saison zwischendurch schon abgeschrieben hatte. I mean, principally it's like this. Initially after the accident you feel that's a sign you should stop motor racing. And then step by step you come back and think whether it's, I mean, first of all you think this season is finished for sure. And then step by step you come back into the normal lifestyle, and my normal lifestyle is being a racing driver, and that's what I wanted to be then after that, as early as possible, but on the other side, not too early either, because if you simply cannot perform even in qualifying condition, then it's no point. Schumacher gab zu, dass er noch nicht wieder topfit sei. Er fühle sich aber dennoch in der Lage, das Rennen in Malaysia zu gewinnen.
Das, obwohl er seit dem Unfall noch nicht einmal die ganze Rennstrecke im Training simuliert hatte. As I said before, I mean, obviously my fitness is not as it used to be before. On the other side, it's not that poor either. And hot weather, tough race for sure can affect on one side, and various weather circumstances you're never able to predict them in 100% certain way. So if there's going to be rain, dry, and or a thunderstorm, you never know what will be the right decision. So can affect everyone. Das Jahr endete für Michael Schumacher mit einer umjubelten Begrüßung auf der Rennstrecke von Vallelunga zum traditionellen Ferrari-Saisonausklang. Die Ferrari-Anhänger waren zu Tausenden gekommen, um ihr Team zu feiern, das den Konstrukteurstitel in der Formel 1 gewonnen hatte. Michael Schumacher genoss sichtlich die Bewunderung der treuen Ferrari-Anhänger, die trotz des kühlen Wetters gekommen waren und immer wieder seinen Namen riefen. Auch wenn es mit dem Fahrertitel wieder nichts geworden war, zeigte Ferrari damit, dass man in der nächsten Saison wieder angreifen werde. And we have a great relationship together. We work well for the team and to the team, which means that we can have good years ahead. What could be better than to do what you love to do? To do it in a team where you be friends with everybody and just things go smoothly. Mit dem neuen Jahrtausend begann auch für Ferrari und den Roten Baron eine neue Ära. Schumacher hatte sich von den Verletzungen und den kontrovers geführten Diskussionen um seine Person völlig erholt und seine siegreichen Rennen erinnerten an die WM-Jahre Mitte der 90er. Nach dem Kampf mit Mika Häkkinen über die gesamte Saison gewann Schumacher seinen dritten WM-Titel. In der Saison fuhr Michael Schumacher den 41. Sieg seiner Formel-1-Karriere ein und zog damit mit seinem Idol Ayrton Senna gleich. Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen brach er bewegt in Tränen aus. Schumacher war wieder da und er wollte es der ganzen Welt beweisen. Michael Schumacher has shown such dominance right from the beginning of the season. Ferrari car is probably better than it's been ever before, so you see a huge influence on his own technical ability inside the team. And I think we should just enjoy him because he is the world's best driver and while he's around, I think for sure he will be the champion. Michael Schumacher setzte seinen Rekordkurs auch 2001 fort. In der Saison gewannen nur vier Fahrer außer ihm überhaupt ein Rennen. Der Große Preis von Kanada brachte den ersten Doppelsieg von Brüdern in der Formel 1. Michael Schumacher wurde Zweiter hinter seinem Bruder Ralf. Und er übertraf Alain Prost, der bisher die meisten Siege eingefahren hatte. Beim Großen Preis von Belgien fuhr Schumacher zum 52. Mal als Sieger über die Ziellinie und holte sich bereits vier Rennen vor Schluss den Titel in der Fahrer-WM. Er beendete die Saison mit rekordträchtigen 9 Siegen und 123 Punkten. 58 Punkte Vorsprung vor dem stärksten Rivalen David Coulthard. Auch die Saison 2002 dominierten Ferrari und Rekordfahrer Michael Schumacher. Trotz der Strafe von $1 Million durch die FIA nach dem Großen Preis von Österreich, wo Teamkollege Rubens Barrichello auf Teamorder Michael Schumacher den Vortritt lassen musste. Auf dem Podium gab es dann Pfiffe für Schumacher. Daraufhin holte er Barrichello nach oben und ließ ihn den Pokal entgegennehmen. Als Michael Schumacher dann den Großen Preis von Frankreich gewann und den Rekord von Fangio aus den 50ern einstellte, waren die Fans aber wieder auf seiner Seite. Der Argentinier Juan Fangio galt als bester Fahrer aller Zeiten, nachdem er zwischen 1951 und 1957 fünfmal den Titel geholt hatte. Ferrari gewann 15 von 17 Rennen und Schumacher sicherte sich den Titel bereits 6 Rennen vor Ende der Saison. Schumacher stand in jedem Rennen auf dem Podium und 11-mal ganz oben. Er brach damit den eigenen Rekord von 9 Siegen, den er mit Nigel Mansell gehalten hatte. Er holte den Titel mit 144 Punkten, rekordverdächtige 67 Punkte Vorsprung vor dem zweiten, seinem Teamkollegen Rubens Barrichello.
Die Saison 2003 begann mit einem Protest der Formel-1-Teams gegen Versuche der FIA, den Sport zu vereinfachen. Der Verband hatte eine Reihe von Regeländerungen durchgesetzt, darunter das Einrunden-Qualifying und ein Tankverbot zwischen Qualifying und Rennen. Die Ingenieure konnten nun nicht mehr per Telemetrie Einstellungen ändern und auch Traktionskontrolle und Startautomatik sollten verboten werden. Der amtierende Formel-1-Weltmeister sagte, dass die Regeländerungen keine dramatischen Auswirkungen auf das Rennergebnis haben würden. Er meinte, er genieße die Vorteile der modernen Technik, aber er habe auch unter den alten Bedingungen genug Erfahrungen ohne gesammelt. For me, I prefer the one where you have all the technical possibilities, because I don't like to take compromises in the race car. I like to make a race car as fast as possible, and all the electronics have helped that. But obviously, that's the same for everyone, and if that changes, then it's again the same for everyone. I've dealt with the other system before, so I will deal with them as they come. Schumacher war überzeugt, dass ein gutes Team bleiben wird. So I don't see that I should, or any good driver should take the advantage by a big amount. The only way I could see that, and I would agree, is in the rain condition. Because in the rain condition, I believe without traction control in particular, it will be very, very difficult. And you need a lot more feeling in order to be on the pace. At the same time, it will be quite a bit more dangerous. But that has been in the past the same, and we have to deal with that. So it's going to be a little bit more exciting. Schumacher hatte sich in seiner Rennkarriere den inoffiziellen Titel des Regenmeisters erobert. Nachdem er beim Großen Preis von Mexiko 1992 Dritter geworden war, holte er in einem extrem verregneten Rennen beim Großen Preis von Belgien in Spa seinen ersten Sieg. 2003 nannte er Spa seine mit Abstand liebste Rennstrecke. Den ersten Sieg für Ferrari errang er beim Großen Preis von Spanien, wo er auf nasser Strecke alle bis auf Platz 3 überrundete und mit einem untypisch auffälligen Fahrstil glänzte. Der Ferrari-Pilot glaubte jedoch, dass einige der jüngeren Fahrer ohne Hightech-Hilfe Probleme bekämen. Er fügte hinzu, jüngere Kollegen mit wenig Erfahrung ohne elektronische Hilfsmittel würden wahrscheinlich als Erste unter den neuen Regeln leiden. It will change for some young drivers who seem to get on very easy with Formula One at the moment to a certain speed. That will change, because with the amount of power we have, with the amount of grip we have, if you imagine that we don't have all those technical possibilities, which I'm sure they save quite a lot of problems for young comers in Formula One, because they be supported with all the systems and you can make a car very safe. Not the fastest, but safe, and they get the feeling and you can get them into the system. So that will be a lot more difficult in my view. Während der Saison wurden Gerüchte laut, Schumacher wolle mit der Formel 1 aufhören. There is nothing else I would wish to do, and as long as I'm competitive, as long as I love to do what I'm doing, there is no need to think about stopping it. Immer wieder musste der 34-jährige Schumacher Fragen nach seiner Zukunft beantworten. The main point is simply the love of the sport. Honestly, what could be better than to do what you love to do it in a team where you be friends with everybody and just things go smoothly. Schumacher fehlte damals nur ein Punkt zu einem beispiellosen sechsten WM-Titel und damit zur Einstellung von Juan Manuel Fangios Rekord. Aber der amtierende Weltmeister war nicht gut in die Saison 2003 gestartet. Im ersten Rennen kam er von der Strecke ab, in den Rennen 2 und 3 war er in Kollisionen verwickelt. Ins vierte Rennen ging er mit 16 Punkten Rückstand auf Kimi Räikkönen. Doch Michael Schumacher gab sich nicht geschlagen. Er gewann sowohl den Großen Preis von San Marino als auch die beiden Folgerennen. Danach fehlten ihm nur noch 2 Punkte auf Räikkönen. Schumachers nächster Sieg Mitte der Saison in Kanada geriet durch die anschließende Dominanz des Williams-Teams etwas in den Schatten. Bruder Ralf und sein Teamkollege Juan Pablo Montoya gelangen 2 Doppelsiege in Folge.
Vor dem abschließenden Rennen der Saison in Japan kämpften durch Montoyas Aus nach der Zwangspause im Großen Preis von Amerika nur noch Schumacher und Räikkönen um den Titel. Schumacher brauchte nur noch einen Punkt, Räikkönen musste gewinnen. Michael Schumacher beendete das Rennen als Achter, zwei Plätze vor Räikkönen. Damit bekam er den nötigen Punkt und sicherte sich seinen sechsten Fahrer-WM-Titel und den Platz im Rekordbuch. I've always said I've been very proud of having Michael as a teammate. I've been always compared to the best. And we have a great relationship together. We worked well for the team and to the team, which means we can have good years ahead. Nach vier beispiellos erfolgreichen Jahren startete Ferrari in die Saison 2004 zuversichtlich, die Topleistungen fortsetzen zu können. Basically, I foresee a very tough competition for this year. We know our rivals are strong, but we will be strong too. I have no doubt. It will be an interesting season because I don't think you can say if somebody clearly is in front in the beginning of the season that he will be the champion in the end of the season, because it's going to be a long season with a lot of changes through the season. Nachdem Michael Schumacher 12 der ersten 13 Rennen der Saison gewonnen hatte, fuhr er bereits beim Großen Preis von Belgien seinen siebten Fahrertitel ein. Now my life in Formula One is just very relaxed and easy and nice. I just enjoy the time being here. We have a great success. My private life has been turning out in a fantastic way. It's just a love dream I live. It's time to start the new season, so we are looking for it. We know it will be very tough because everybody wants to take over to Ferrari because we have been so successful those last years. But we are still very, very focused, very motivated, and hopefully we are able to bring some more success to Ferrari. 2005 begann für Ferrari und ihr Fahrerass vielversprechend, doch dann ging es bergab. War es die neue Reifenregel oder hatte das Pferd den Helden einfach nur mitten im Galopp abgeworfen? Bear in mind that it's a new season with new rules. One engine for two Grand Prix weekend. So reliability will be very important. Then new rules for the tires. One set of tires for qualifying, two qualifying this year, and the race. So then new aerodynamic package. So the 2004 M car, I mean, is one evolution of last year cars, adopting the new rules, of course, but still we know the car very well. The car should be reliable, which is very important to start a new season, which will be the longest ever, 19 Grand Prix. And as soon as we feel we are ready with the F2005, which will be more performance, then we will introduce the car in the championship. Nicht einmal vier Wochen später feierte der neue Wagen, der F2005, seine Premiere.
Nach dem schlechten Saisonstart einen ganzen Monat früher als geplant, beim dritten und nicht erst beim fünften Rennen. It's always a great feeling to jump into a new car, in particular after what happened to us in Malaysia, getting kicked our butt a little bit. It's been great today to sit in it, feel it and drive it finally. Doch als die schlechten Leistungen weiterhin anhielten, war Schumacher nicht mehr so optimistisch. I mean, last year we came here with just answering the question, when are we going to win the championship? This year is the other way, when are we going to lose it? Naturally, it has been a big disappointment in Istanbul after some sort of hope we have had in Budapest and before in Hockenheim, in a way. But nevertheless, Ferrari is very strongly minded. We have had very good years and we have had many of them, so it's not so easy to move us out of our sort of healthy relationship. I call it like this. We're still concentrated and motivated. I mean, after Budapest, there was obviously a great hope that we will do it. After Turkey, the hope has shrunk a lot. So we have to see one and have to be realistic. It's all within our work, whether we can be successful on that or not. Auch wenn nicht mehr gewann, philosophisch blieb Michael Schumacher allemal. It has been many great moments I have been able to live in the 10 years I'm roughly together with Ferrari. The four wins in Monza, the wins in Imola, the wins in all around the world, they have been very special, the championships. We're suffering all together at the moment a little bit, but I mean, you can't always have the good life. You sometimes have to suffer to see how good the life has been and might be again. Als sich die Saison dem Ende zuneigte, hatte Schumacher gerade mal ein Rennen gewonnen, den großen Preis von Amerika, wo der Großteil des Feldes aus Sicherheitsgründen abgesagt hatte. In 6 von 19 Rennen musste er aufgeben. Damit beendete er die Saison als Dritter mit 62 Punkten. Der Weltmeister Fernando Alonso hatte mehr als doppelt so viel. Und um die Spekulationen um seinen Rücktritt noch anzuheizen, sagte Schumacher zu Saisonende: I have a contract which goes until the end of next year. At some stage next year I want to make up my mind to how is my future looking. But full concentration is first of all to organize and sort out the problems to be competitive next year. Für Ferrari endete in jenem Jahr nach 6 Konstrukteurs-WM-Titeln in Folge abrupt eine Serie. Etwas war anders geworden. Und bereits Anfang 2006 wurden wieder Spekulationen laut und Schumacher weigerte sich, im Ferrari-Winterlager in Madonna di Campiglio auszuschließen, dass er 2007 für ein anderes Team an den Start gehen könnte. I think, honestly, I said it very clearly and I really mean it. It's 99% Ferrari. Nothing else. But, I mean, I don't know if you can say you will be 100% for the next, I don't know, 10 years at your job, in your position. Who knows? I mean, who can look so far in advance and who can tell what is going to happen, in particular in our sport, where things sometimes move rather quickly. And as I said, I don't want to lie, and therefore I'm saying the truth, and 99%, that is what it is, and then we will see. Teamchef Jean Todt sagte, das Formel-1-Team werde den 7-maligen Weltmeister nicht zu einer übereilten Entscheidung über seine Zukunft nach dem kommenden Jahr zwingen. Michael Schumacher gab schon sehr bald Entwarnung. Der 7-malige Formel-1-Weltmeister sagte, dass es so aussehe, als gäbe es beim Ferrari-Team nach der schlechten Saison 2005 Zeichen der Verbesserung und als sei man aufgewacht. I think we can only have one target at least, and that is to win the championship. In particular, after a year of last year, where, I mean, the success was so poor to our standards, and we'd really like to come back to where we had been before, to fight for the championship and may finally win it. It has been in the back of my mind, and it has been make me moving forward and prepare myself, get the acts together with everybody in the factory, so it was a nice wake-up call we had last year. It was a tough one, though, anyway, but that's the way it goes.
Der Rote Baron fuhr zwar wieder um den Titel mit, aber vorneweg fuhr er nicht. In den ersten Rennen kämpfte Michael Schumacher tapfer gegen den führenden Fernando Alonso. Und obwohl er im Laufe der Saison 7 Rennen gewann, musste er gegen Ende der Saison einsehen, dass er keine Chance hatte, den Titel zurückzuholen. Nach dem Sieg beim Großen Preis von Italien gab Ferrari in einer Presseerklärung bekannt, dass sich Schumacher nach der Saison 2006 aus dem Rennsport zurückzieht. Nach der Ankündigung meldeten sich ehemalige Formel-1-Größen wie Niki Lauda und David Coulthard zu Wort und feierten Schumacher als den größten Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1. Die italienischen Ferrari-Fans feierten ihren Star. Die Anhänger in der Heimat hingegen waren enttäuscht, denn für die meisten von ihnen endete eine Ära. Man sah Männer, Frauen und Kinder weinen. Holger Hofmeier, 35-jähriger Berufssoldat, sagte: Michael ist ein echt netter Kerl. Er ist warmherzig, ehrlich, offen und der beste Rennfahrer der Welt. Die Deutschen mochten das. Ich mochte das. Meine Kinder, meine ganze Familie. Es gibt nur einen echten Rennfahrer: Michael Schumacher. Michael Schumacher, der Rote Baron, war 7-mal Formel-1-Weltmeister. Er ist der größte Rennfahrer, den die Formel 1 je hatte, verdient mit Gehalt und Werbeverträgen um die 650 Millionen Dollar und steht damit auf einer Stufe mit Sportsuperstars wie David Beckham und Tiger Woods. Der Deutsche war 2005 der Erste, der mit seinem Sport Milliardär wurde. Die meisten Herzen und den größten Ruhm erwarb er sich in Deutschland. Eine hiesige Investmentfirma zahlte ihm über 3 Jahre 8 Millionen Dollar dafür, dass er ihr Logo auf seiner Mütze trug. In den letzten Jahren hat er mehr als 50 Millionen Dollar für die Dritte Welt gespendet, darunter 10 Millionen für Hilfsaktionen nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004. Er spendete mehr als jeder andere Sportler, als die meisten Sportverbände, als viele große Firmen und sogar mehr als manche Länder. Sein Manager erklärte gegenüber den Medien, sein Ziel sei es, den Ex-Champion zu einem Werbekaiser zu machen, denn er behalte seine privaten Sponsoren und arbeite bereits an neuen Superdeals. Sein Gesamtvermögen beläuft sich inzwischen auf weit über 800 Millionen Dollar. Michael Schumacher wurde durch die Geschwindigkeit zum Star. Aber den Partyrummel um die Formel 1 vermeidet er bis heute. Und er scheut das Rampenlicht. Er ist ein Familienmensch und lebt inzwischen mit Frau und Kindern in der Schweiz, in einem Schloss, das er sich für 50 Millionen Dollar bauen ließ. Der schlagsige Kerl aus der deutschen Provinz, der schon begeisterter Kartfahrer war, ehe er einen Schulabschluss besaß, hat bewiesen, dass er alles, was er anpackt, mit so viel Geschick und Begeisterung tut, dass die Welt verwundert zusieht. Mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, einen Formel-1-Wagen vor allen anderen ins Ziel zu steuern, gelang es ihm, das bis dahin hinterherfahrende italienische Ferrari-Team aus der Flaute zu führen. Er hat sich 7 Weltmeistertitel geholt, so viele wie kein anderer Fahrer vor ihm. Er ist charmant, sieht gut aus, kümmert sich hingebungsvoll um seine Familie und setzt sich unermüdlich für all jene ein, denen es nicht so gut geht wie ihm. All das sind Eigenschaften, die einen außergewöhnlichen Menschen ausmachen. Das ist Michael Schumacher, der Rote Baron.